nehme jetzt regelmäßige Videos auf, sagte er. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Ründchen LS19, hier immer noch auf der Birkenfeld V5. Es hat sich hier einiges getan und nein, ich spiele es nicht seit den 5 Monaten, seitdem das letzte Video rauskam. Hier heimlich weiter, auch, ja, aber ich habe vor circa einer Woche erst wieder angefangen LS zu spielen, weil ich hatte absolut null Lust auf LS, tatsächlich. Dafür habe ich mich leider dem Roleplay wieder hingegeben, was momentan jetzt auch wieder nachlässt, weil aktuell keine Lust und so. Habe ich halt wieder Lust auf LS. So, was steht an? Wir werden Rüben roden und gleichzeitig auch abfahren hierhin ins Lager, weil das Feld liegt so beschissen, dass ich dann nicht mit der Rübenmaus arbeiten kann. Yay! So, was hier hören, was hier brummt, ist ein 728er oder irgend sowas. Der ist am Silo verdichten. Oder ich meine Träger immer alle kennen. Hallo, guten Tag. Ne, 718er. Naja, lag ich doch gar nicht so daneben. Ja, das Silo würde ich nächstes Jahr auch wieder abreißen, wenn es leer ist, weil. Nö. No-go. Absolutes No-go, meine Augen. So, wir werden Rüben machen. Der Rübenroder ist für kurze Zeit gemietet. Der hat jetzt gerade Zeit für mich, weil ich habe dieses Jahr bloß ein Feld, deshalb müssen wir das fix hinter der Bühne bringen. Der ist schon nur einmal Probe gefahren, hat sich schon einmal voll gefahren. Also der Lohner, der ihn ausgeliehen hat, ich darf natürlich selber fahren, weil ne, ich habe ja Maschinenkenntnisse. Und wir werden da jetzt erstmal hinfahren zu dem Feldchen und schon einmal abbunkern und dann wieder einmal herbringen, weil ich glaube, dann ist der Hänger nämlich auch voll. Ja, fahren tun wir mit dem MF 776 in einem Hochglanzrot, was jetzt nicht mehr so glänzt, weil er schon dreckig ist, weil ich habe gerade mit dem geflügt. Mal ausprobiert. Denn ich habe mir einfach mal dieses Neverland DLC, Vicon DLC da gegönnt. Und wollte unbedingt mal den Flug ausprobieren mit dem Packer. Funktioniert sehr gut. Schön auch, dass man den Packer deaktivieren kann. Also, sprich, wenn man ihn angebaut hat, dass man ihn separat hochheben kann für Vorgewände und so. Oder wenn man ihn halt da gerade nicht braucht. Ist sehr nice. Das Mähwerk an sich ist auch sehr nice. Gleich mit Schwadablage. Habe ich auch mir gegönnt. Den Schwader konnte ich noch nicht ausprobieren. Und ja, wird. Wie gesagt, ich versuche, und das ist kein Versprechen, mehr Videos zu machen. Aber wie gesagt, die Arbeit frisst mich auch auf, halbwegs. Von daher, nimmt das nicht so ernst, wenn ich sage, ich versuche jetzt regelmäßige Videos zu machen. Ich weiß, sollte man nicht sagen, aber ist leider so. Ich versuche es einfach. Und wenn mal nichts kommt, dann müsst ihr mich anschreiben. In den Kommentaren. Dann weiß ich, ihr wollt mehr. Oder auch nicht. So, da hinten steht der gute Roder. Ja, lustige Geschichte. Die Wiese habe ich mir gekauft gehabt und habe sie jetzt schon wieder verkauft. Nein, ich wollte es nicht machen, bloß wegen dem Gras. Ich wollte sie ja eigentlich behalten. Das einzige Manko ist, ich komme da mit dem Ladewagen nicht vor und nicht zurück rein. Halt blöd. Dann kann ich sie halt nicht gebrauchen. Deshalb ist sie weg. So. Steigen wir mal ein in den guten Roder. 30.000, naja, ist fast voll denn. Dem MF könnten wir eigentlich ausmachen. War das jetzt nicht gleich weg. Nehme ich den Rest auch noch mit. So, schön, ist voll. Wie? So. Dann machen wir uns hier erstmal eine kleine Vorwinde, dass wir überhaupt auch hier optimal drehen können. Also.
Ja, ich habe Zuckerrüben tatsächlich nur angepflanzt für die Biogas. Weil ich habe mir eine neue Biogas gebaut. Vorher hatte ich eine 75 kW Anlage, jetzt habe ich eine 100 kW Anlage. Die ist von dem guten Castor. Und ich finde sie ganz nice, weil zum einen unterstützt sie diesen Manöver-System-Mod, den ich jetzt hier auch verwende. Das einzige Gute dabei ist beim Season-Mod, dass wenn der Stall eingestreut ist, nur missproduziert wird. Oder liegt das am Stall? Weiß ich jetzt gar nicht. Gehen wir jetzt vom Season-Mod aus, dass es daran liegt. Und wenn er halt nicht eingestreut ist, produzieren sie Gülle. Ich streue meinen Stall ein, also kriege ich nur Mist. Sprich, ich muss da keine Gülle pumpen und der Stall auch nicht abreißen, weil... Ja, ich habe keine Gülle produziert in dem Fall und ich da nichts rausholen muss. Finde ich schon mal gut. Aber dafür musste die Biogasanlage reichen, weil... Wesen, da will ich mit Schlauch arbeiten. Kommt auch dem... Ja, demnächst ein Video dazu. Was ich da mache, weiß ich allerdings noch nicht mehr. Also, ob ich jetzt Gülle grubbern tue? Auf den Mais... Nee, auf den Maisfeldern. Den Sojafeldern war das. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall mache ich Zuckerrüben, weil der Preis da... Ich weiß nicht, ob der zu hoch angesetzt ist oder ob das Standard ist so. Auf jeden Fall kriege ich dort für 1000 Liter sage und schreibe 450 Euro. Wenn ich das... wenn ich die so verkaufen würde, hier an den örtlichen Händlern, kriege ich... sogar... Ach, wir können ja mal nachgucken. Machen wir es einfach mal ganz einfach. Zuckerrüben. Zuckerrüben, Zuckerrüben, da. Hier, die Biogasanlage. 450 Euro. Kartoffeln ebenfalls, aber gut, das ist jetzt nicht ein Aufwand wert, noch Kartoffeln anzupflanzen. Vielleicht wegen der Fruchtfolge. Naja, muss ich schauen. Aber wie man hier sieht, ne, hier bei den Händlern. Was das denn? Ach so, der Bodenruder hat gepiept. Ah ja, stimmt, das ist ja der Bunkermod. Funktioniert ja auch für den Ruder. Ganz vergessen. Und naja, deshalb, also die gehen alle bei mir schön in die Biogasanlage rein. Hey, wir sind Geld dafür. Weiß nicht, ob der Preis da vielleicht zu hoch angesetzt ist, ist mir doch egal. Passt. Das wäre jetzt Spaß, die anzubauen. Ich werde auch nicht massig von denen anbauen. So ein Feld reicht. Naja gut, irgendwann werden sie auch mal auf so ein Feld wie hier links landen, aber das ist halt noch weit, weit hin ist dort. Ich würde erstmal meine kleinsten Felder damit bestücken. Oh, 80%. Ha! Habe ich noch nie piepen hören, das Ding. Hört sich aber auch komisch an. So wie beim Lexion, dann ist ja dieses normal dieses Ding. Fahren wir im Kreis nochmal rum. Oh, 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 oh. Ja, ich spiele hier auch gleichzeitig mit diesem Real Extension Mod, dass die Räder nach Bodenbeschaffenheit arbeiten. Deshalb schaukelt die Kiste auch so. Was ich eigentlich ganz nice finde. Aber... mit vollem Magen nachher ist das auch blöd. Blöd ist, wenn ich Armut gegessen habe. So. Dann laufen wir mal fix um. MF. Ich noch mit 5000? Ja. Ungefähr. Ja, was man bei dem Mod, bei dem Mod sehr merkt, ist, wenn der Hänger jetzt, der Anhänger jetzt so geladen ist, wie er gerade ist, der Träger zieht ja nicht mehr mit seinen 53 Klamotten über ins Feld. Also. Man sieht 25, 26, der geht ganz langsam nach oben. Was ich sehr gut finde. Deshalb habe ich den Mod ja auch installiert.
wie man sieht, schneller als 30 wären wir gar nicht. Im Gegenteil, wir werden langsamer. Naja, 4000 kriegen wir noch mit. Passt ja. Ich weiß, das war eine Feldeinfahrt, aber ich fahre jetzt einfach mal hier rüber ins Gras. Wächst nach. So, die Autos habe ich hier ausgestellt, weil die mich so dermaßen abpacken. Ich weiß, es gibt es bei der Map ist sogar so ein Dings bei, dass er nur 30 fährt, der Verkehr, aber 30 ist mir zu langsam. 50 ist schon okay, aber ja, die Bremsen zählen auch bei den Autos, ne? Wenn man dann manchmal bei so einer Feldeinfahrt dann reinfahren möchte, wie eben, kann da schon mal passieren, dass das Auto nicht mehr bremsen kann oder auch nicht bremsen wird. Das ist halt blöd. Das geht es zu vermeiden. Na, aber wie man auch so schön merkt, Tiger hat zu tun beim Anfahren. Weil er hat ja auch einiges zu ziehen. Ne, demnächst werde ich auch jetzt hier komplett umsteigen, denn ich habe ja aktuell einen Kuhstall. Da hinten auf der Koppel laufen die Kälber quasi, bis sie Milch geben, also bis sie einmal abgekalbt haben. Aber bis dahin bleiben sie erstmal da hinten. Und ich habe hier die Koppel für die Mastviecher. Die Mastviecher werde ich wohl alle demnächst verkaufen und mir noch einen zweiten Kuhstall bauen. Geh mal von aus. Der vielleicht Gülle produziert. Mal gucken. Bin ich mir aber auch noch nicht sicher. Oder einfach nur für die Mastrinne einen Stallbau. So. Ich habe mir extra für die Zuckerin so eine schöne Halle gebaut. Ich hoffe, die ist auch Seasons ready. Ich glaube aber schon. Erstmal gucken, ob es durchkommt. Nein, das ist schon mal sehr gut. Das Einzige, was ich mir, glaube ich, noch machen muss, ist den Telelader hier hinstellen, der die Rüben ein bisschen aufschippt. Könnte natürlich auch rückwärts raussetzen und, ne? Aber das ist, ja, nicht so profihaft. Jo, gehäckselt werden muss auch noch. Dazu wird auch ein Video kommen. Kein Versprechen, es ist eine Versuchung. Und ja, mal sehen. Transport Fever 2 möchte ich auch gerne nochmal was starten. Vielleicht mache ich das auch als Livestream. Hahaha, die nächste große Ankündigung. Spaß. Mal schauen. Wenn, dann würde ich gerne Schönbau versuchen. Ich habe schon mal ein bisschen was angefangen. Aber ich werde, glaube ich, neu anfangen, weil ich bin einfach nicht der Typ fürs Großbauen. Also so Großstädte bauen. Wenn lieber klein und fein. So eine Nebenstrecken mag ich viel lieber. Spiele ich auch tatsächlich viel gerne in Train Simulator, was vielleicht auch nochmal als Video kommen wird. Ein eigenes Szenario bin ich gerade am Basteln. Köblitzer Bergland, V3 Reloaded. Da gibt es ja so eine schöne Museumstrecken. Da wird vielleicht auch nochmal was kommen. Ja, ein Roleplay-Video wird schwierig, denke ich mal. Da, ich könnte immer aufzeichnen, aber bin ich mal ganz ehrlich, ich bin in keiner Gang, ich bin keine Polizei, kein FD, also, ne? Kein Sanitäter oder so. Ob es da nochmal was Spannendes gibt, weiß ich nicht. Muss ich gucken. Vielleicht wie damals, wo ich auf Blackline gespielt habe, nochmal so ein Best-of oder so Funny Moments. Sowas könnte ich mir durchaus nochmal vorstellen.
Ich spiele aber nicht mehr auf Blackline, das heißt jetzt auch, glaube ich, anders. Das heißt ja irgendwie Unity Life oder so, My Life oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wie gesagt, der Server war ja auch nicht schlecht, aber das Roleplay war halt, ja, kannst auch Arma spielen. Also gut ist der Ertrag, ne? Also es kommt viel raus bei Zuckerrüben und dann $450, also das wird Cash bringen. Genug Gärreste zum Düngen von den Feldern. Allerbest. So, wir sind auch schon wieder gleich voll. Kann ich schon mal Wand ausklappen. Und daher bin ich doch eigentlich ganz froh, dass ich nur so ein kleines Feld mit Zuckerrüben habe. Weil ich glaube, das Lager auf dem Hof wird ganz schnell voll. Hab ich so im Gespür. Wieder rüber rennen. Klar, ich könnte auch vielleicht mit Curseplay arbeiten. Was eigentlich keine schlechte Idee ist, aber. Was mache ich jetzt hier? Oh Mann, Mann. Ach, weißt du was? Ich mache das jetzt anders hier. Ist ja mein Feld. So. Ja, das hier links, also hier sind eigentlich drei Felder gewesen. Ich habe es einfach zusammengelegt, weil jetzt ist einmal abgelenkt. Fahrfehler. Ne, wie man unten links auf der Karte sieht, die sind halt so klein. Damals jeweils eine andere Frucht noch, so, zusammenlegen, gut ist. Also was jetzt ist, ein Feld davon müsste gekalkt werden. Ich lasse es jetzt aber ungekalkt, bis ich es ja alle kalken muss. Haben wir noch ein Foto schön gemacht? Dann fahren wir wieder zurück auf den Hof. Und damit, Freunde, möchte ich mich auch verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Das ist kein Battle, es ist einfach nur, ne, um mir zu signalisieren, ob das Video ankam oder nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir hier Gülle fahren oder bei einem anderen Spiel. Bis dahin wünsche ich euch was. Habt euch wohl und tüdelü.